Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir werden uns gleich davonporten, denn im letzten Part haben wir einen Synth das Leben gerettet, zumindest ihm dazu verholfen, eine neue Zukunft aufbauen zu können und müssen bzw. dürfen jetzt bei der Railroad Bericht erstatten. Dafür porten wir uns ganz fix dorthin und dann schauen wir mal, was unser neuer Auftrag sein wird oder könnte. Vielleicht lernen wir auch neue Leute kennen, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Na los, hopp, 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 hopp. Lade, lade, lade. Und wie mich meine Äuglein schauen lassen, sehen lassen, wir haben auch bald wieder ein Level Up. Sehr gut. Es geht ja voran und vorwärts und voran und vorwärts, vorwärts, voran. Super. Schön langsam bringen wir auch das selbstgekochte Essen weg, denn, ja, ich werde hier und da ganz schön böse angeschossen, obwohl ich so unschuldig bin. Und, ja, das verursacht Schmerzen. Und um diese zu lindern, stopfe ich alles in mir rein, was geht, ja. Das ist Frustessen im höchsten Maße. Ja. Soweit ist es schon. Lalila. Machen wir mal ein bisschen. Huch. Na, das wollte ich nicht haben. Licht wollte ich eigentlich machen. Und die Buffen wegstecken. Ist da was drin? Nein. Ah, schau mal da. Oh. Aha. Dam, dam, dam. Nein, der hat nichts. Ich habe den vergessen auszulooten, oder wie? Keine Ahnung. Na, falsch, da lang. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Dam, dam, da, dam. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nein. Nix aufgefüllt. La, li, la. Da, dam. Nein, falsch. Da lang. Super. Dam, dam, di, da. Oh, sie sind scheinbar alle drinnen. Keiner bewacht den Eingang. Seid sie narrisch. Das können sie doch nicht machen. Was ist, wenn da wer reinkommt, außer ich? Böse, 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 böse. Ich glaube, da... Na, ich will kein erschießen. Tu die Buffen weg. So. Hallo, grüß euch. Die Sache Servus. Mit H222 wurde ja offenbar zur allgemeinen Zufriedenheit erledigt. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Alter, wie der kocht! Noch mehr Unterschlüpfe in Schwierigkeiten? Erzähl mir mehr. Ich mache es. Nicht mein Boss. Sicher, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr über Augusta. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Aha, okay, das ist quasi... Metzgerrechnung. Ja. Okay, das ist quasi sowas wie beim Minuteman, ne? Nur eben hier für diese Organisation noch eine da. Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Das heißt, wenn wir schon... Die Wichtigkeit von Bunker Hill und unserem dortigen Agenten ist weithin unbekannt. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Jo, das heißt, wenn wir zu unserem Bubi wollen, hilft das nichts, wenn wir da was weitermachen. Wir müssen dafür dieses komische Gerätelein bauen. Jo. Das heißt, wir müssen... unserem Handwerksmeister, der uns das Gerät bauen wird, die Materialien bringen, die er braucht. Vielleicht habe ich ja schon Glück und wir haben sie zufällig schon, aber ich glaube nicht ganz. Rauslaufen ist irgendwie leichter als reinlaufen. Keine Ahnung. Hui! Was? Ich hatte gerade das Gefühl, da quatscht jemand. So, Nordend. Lol, Nordend. Ja. Okay, okay. Okay, 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 okay.
Okay. Hör auf zu laden. Oh, okay. Und lass uns spielen. Lalila. Komm, du grüner Punkt, mach weiter. Tralala und schneller. Dam-di-dam, dam-dam-di-dam. Hop, hop. Hop, hoppi, hop, hop. Super. Look, 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 look. Ja. Ist das etwas schon... Was ist das? Was ist denn das komisches gerade? Jetzt ist es weg. Das da, diese komische Lampe. Keine Ahnung. So. Also. Da, das da. Railroad Hauptquartier. Ach so. Ach so, okay. Es hat gerade äußerst komisch ausgeschaut. Gut, wir lassen das jetzt mal einfach sein. Wir gehen eine andere Quest an. Und zwar die hier. Bau die Reflektorplattform. Die gehen wir jetzt an. Das heißt, wir müssen dafür nach Sanctuary Hills zurück. Das heißt, wir porten uns. Ich hätte es jetzt gleich so lassen können. Ich depp, ne? Also hier hin. Fast Level Up, la la la, ein Fishman. Attack of the Fishman. Ja, und natürlich typisch, also diese alten, ich sag mal die alten Hefteln da, die Comic-Hefteln, ne? Die Frauen, bildhübsche Frauen, ordentlichst Holz vor der Hütte, knappest bekleidet und werden immer von bösen Monstern entführt. Unfassbar. Ja, ich möchte gern was bauen. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt hinkriege. Speziale, vielleicht ist es da dabei. Ja, tatsächlich. Wow, es geht echt. Ja, gut, wo knall ich denn das hin? Schau, ich weiß wohin. Ich tu's in die Garage. Da so her. Ha, wenn es passen wird irgendwie. Ist halt so ein Dreiecksgeschichtel, ne? Vielleicht können wir sie so. Aha, so wäre schon besser. Verstehe. Aha. Ja. Ha? So, oder? Oh, ruck. So. So. Und jetzt noch mit Sturges sprechen. Sturgy. Stopp kurz. Hancock, komm mal her bitte. Spazi. Was ist los? Hast du irgendwas für mich? Das habe ich dabei. Perfekt, gib her alles. Alles nehmen. Jupp. Warte, Spatzel, du kriegst deinen Hut wieder. Der steht dir so gut. Mir gefällt das so. So, bitteschön. Sein. Danke, Spatz. So, und wir hauen das ganze Graffel jetzt da rein. Also weg. Das auch weg. Boah, ich freue mich schon drauf, wenn wir das Ganze hier dann bald einmal zerstören dürfen. Scharfschützengewehr, das will ich auf jeden Fall mal behalten. Na, da haben wir jetzt eine bessere Schrot, ne? Die ist alt, die ist auch nicht so gut. Die da, genau. Dann hier und da und das und dieses und jenes und das und das kommt weg und das und sowieso und jenes und dieses weg. Alter Schwede. Entschuldigung, muss mich kurz kratzen, mich hat eine Gelse gestochen. Ja, das mache ich, ich lasse mich nur wegen euch, also für euch lasse ich mich stechen. Jawohl. So aufopfernd bin ich für euch, damit ihr hier eine tolle Show habt. Aha. So, ja. Wow, 20 Steam-Pakete schon wieder. Cool. Das Essen zahlt sich aus. Da habe ich wieder ein bisschen was zusammengespart. Ja, jetzt haben wir ein bisschen schwerer als vorher, weil ich jetzt eine Waffe mehr bei mir trage. Also, ist aber hoffentlich wurscht. So. Hallo, Sturges. Hast du einen guten Platz für den Signalfänger gefunden? Ja.
in der Garage bei meinem Haus. Pläne entschlüsselt, zufällig. Hast du den Rest von Virgils Plänen entschlüsselt? Ich glaube schon. Soweit das überhaupt möglich ist, ohne das Ding zu bauen. Es gibt da noch drei Sachen, die etwas schwerer zu finden sein dürften. Hab sie dir aufgeschrieben. Das restliche Zeug bekomme ich so zusammen. Treffen wir uns am Bauplatz. Dann schauen wir mal, ob wir das Teil zum Laufen bekommen. Okay, haben wir das Zeug. Bau die Konsole, bau den Transmitterschüssel und den Strahlen irgendwas. Teleport erklären, besser loslegen. Danke. Schwer zu finden. Na, danke. Danke, Sturges. Ich mach mich gleich dran. Klingt gut. Wenn du das alles zusammenbaust, solltest du immer im Kopf behalten, dass der ganze Kram verdrahtet werden muss, damit die Teile miteinander kommunizieren können. Wir sehen uns dann am Bauplatz. Viel Glück. Das heißt, sie brauchen Strupper. Schatzl. Na, Klubschi? Habe ich hier eigentlich schon mal Strom? Ich glaube nicht, ne? So vorausschauend habe ich noch nicht gedacht. Jetzt ist dir halt die Frage, ob das schlau... Na, ich will von da bis da will ich nichts spannen. Ehrlich gesagt, ich möchte gern... Ausspannen schon gar nicht. Ich möchte gerne hier einen Generator bauen. Da irgendwie so. Und über die Dächer hier dann auf der Seite so verteilen. Das wäre vielleicht... Das schaut vielleicht besser aus. Finde ich halt. Ja, ich klubsch dich ja eh an, Schatzl. Willst du ein Bussi? Hm. Geht's jetzt wieder gut? Fein. Ich merke gerade, wir brauchen auch Betten. Zwei Stück. Die Moral ist im Arsch. Ach du Heilige, das will ich aber nicht haben. Warte, Betten. Oh, und da ist Kotzi. Der gute Kotzi, der gute Kotzi. Wartet mal kurz. Ich baue noch schnell zwei Häuschen. Zwei Betten. Habe ich da schon was gemacht? Bettmäßig? Ja, da steht tatsächlich schon eins. Ist ja eigentlich wurscht, ne? Dann machen wir da noch eins hin. So. Ich hoffe, dass das so irgendwie passt. Wenn wir schon mal da sind, ne, machen wir das auch gleich. Anständig. Na, komm, anständig. Ich hoffe, dass es so passt. So. 7 Betten. Für 8 Leute. Achso, ich bin der 8. oder wie? Auf jeden Fall scheint sie jetzt zufrieden zu sein. Die Moral ist trotzdem unter dem Hund. Schön! Da kommt Freude auf. Wahrscheinlich, weil noch nichts gebaut ist hier, ne? Kann ich denn geschütztümchenmäßig irgendwas bauen, was vielleicht die Stimmung hebt? Tatsächlich, würde echt was gehen. Dann würde ich sagen, ich knall da oben drum, wenn's geht. Na, eher hier. Na, machen wir dann halt hier, ist ja wurscht. Oder ganz oben. Ganz oben wäre mir ganz lieb. Aber das wird nicht hinhauen, ne? Nein. Eher da so. So, ein bisschen drehen. Da. Warte, stopp. Halt. So. Ja, die Moral steigt. Super, wir haben 70 Schutz. 100 wären natürlich besser, ne? 100 wären besser. Was haben wir denn da noch Schönes? Oh, Lasergeschichten. Haha. Ja, das wäre natürlich auch eine fesche Geschichte, ne? Einfach da oben droben. So. So, und mit einem Kabel. Geht das hier? Na, ich glaube so nicht. Ich muss aufpassen, dass der jetzt eine auf die Gosch kriegt. Yes. Was? Jetzt geht der nicht? Hör auf. Wieso nicht? Ach so, weil die Energie fehlt. Logisch. Ist ja logisch. Zu wenig Energie. Jawohl. Ich werde zum Generator noch einen Generator. Genau. Einen Generator bauen, wollte ich sagen. Entschuldigung. So, wartet, da steht er hier. Genau. So, dann machen wir hier so noch einen fetten dazu. So. So muss das ausschauen. Und den verknüpfen wir mit dem. Ja, das haut dir gar nicht mal so schlecht hin. Super.
Schaut komisch aus, ich weiß, aber dahin sieht sie keine Sau. Ja, also, wir brauchen aber nochmal einen. Boah, da können wir auch schon sowas machen? Da geht mehr. Halleluja, was ist denn das? Ein Windrad? Echt wahr? Und das ist das? Fusion, da fehlt mir Aluminium noch. Aber das ist ein Windrad? Das ist ja auch cool irgendwie. Und der braucht irgendwie kein Material. Ein großer Chepagorn. Da wird mir so ein Windrad, wird mir da echt gut gefallen. Mal zum Probieren, ne? So irgendwie. Vielleicht schreckt es ja die Monster in der Nähe ab. Bah, das wäre cool. Wahrscheinlich eher nicht. So. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Supi, supi. So, dann noch das da. Ich hätte gern so einen kleinen, aber der wird nicht passen wahrscheinlich, ha? Oder doch? Wird das gehen? Wird das tun? Das da? Hm. Auch nicht wirklich, ha? Hier? Da tatsächlich. Da würde es machen. Arsch. Naja, was soll man machen? Schaut halt nicht so hübsch aus. So. Naja, das ist jetzt aber auch blöd. Warte mal. Kann man den vielleicht... Okay, das will er nicht so. Aber vielleicht... mehr so zentraler beim Haus. In der Hoffnung, dass ich da mein Haus mal einrichten kann. Geht auch leicht komisch. Und? Warte. Da brauche ich was Hohes. Sowas wie das hier. So richtig hoch und schier ausschauend eigentlich. Geht das da rein? Ich hätte es gern da so. Boah, ey geil. Das geht echt super. Ja, ich weiß. Ich dusche wieder trödeln. Ja, da fängt man einmal an mit dem Schmarrn und das hört schon immer auf. So. Ja, genau so wollte ich das haben. Das hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können, ich Depp. So hätte ich mir das sparen können. Weil das hier besser geht. Weil ich hier nämlich nochmal so ein großes Ding herklatschen kann. Oder ein... Ja. Ja, schon eigentlich. So, schön im Eck. Naja, schön ist halt auch was anderes, ne? So vielleicht. So. Einmal. Zweimal. Und? Ach so, ja. Ich Depp. Das war zu weit. Das war zu nah. Meh. So. Dann... will ich gerne sowas haben. Oder warte, gleich sowas. Geht sowas? Hm, bestimmt nicht so, wie ich es gerne hätte. Haut echt hin. Boah, ah, ich glaube, ich bin. Na, mach. Na, so wollte ich das nicht haben. Von da ausgehend. Hierhin eigentlich. Nötig Strom. Hat Strom jetzt, ne? Wahrscheinlich wegen dem da oben. Das hätte ich mich schon... Oder wegen dem hier. Das hätte ich mir jetzt irgendwie... Ja, super. Gut, Strom hat er schon mal. Und jetzt... wieder Spezial. Was ist das? Das gehört jetzt hier drauf, oder wie? Dann muss ich das... Ach du... Ja, das gehört echt da drauf.
Na gut, so geht das nicht. Ich brauche einen anderen Platz dafür. Ich habe mir gedacht, dass das so ein großes Drum ist. Scheißen Dreck. Ja. Tatsächlich. Ich muss das mal kurz mitnehmen. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Teil, also es ist wirklich so ein großes Ding ist. Wer hätte das denn, also wie hätte ich das denn jetzt schmecken sollen? Ich hoffe, dass das so irgendwie geht. So, dann das Teil da drauf. Und jetzt, was brauchen wir noch? Steuerkonsole, glaube ich, ne? Alter, wie hätte ich denn... Na. Geht das irgendwie so? Schaut jetzt total komisch aus. Ich weiß, was ich... Na. Ich hätte das Ganze sollen... Weißt du was? Auf so eine leere Fläche da drüben wäre es besser gewesen. Ist ja wurscht, mein Haus braucht eh Strom. Das ist eh wurscht. Da drüben gibt es ja so eine leere Wohnflächen, ne? Da drüben zum Beispiel. Und war nicht hier auch noch? Nein. Da drüben? Mann, das ist ja auch beschissen. Habe ich echt fein hinbekommen. Da wird es auf jeden Fall besser ausschauen. So oder so. So schaut es gar nicht so schlecht aus. Da passt besser. Entschuldigung für das Ganze. Ja. Ich bin eben ein Profi. Ein Profi, 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 Profi. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Du kannst mir schleppen helfen, wenn du das könntest. Aber da du das nicht kannst, muss ich das immer alleine machen. Entschuldigung. Entschuldigung für diesen... Ja, Fail. Für das Ich-Sein. Sorry fürs Ich-Sein. Lalala. Tschak, tschak, tschak. Und wieder zurück. Da verlasse ich das Ganze, weil... Habe ich jetzt das Ding gebaut? Ich glaube schon, ne? Ist gescheit, wie ich bin. Lauf. Lauf. Nett. Das ist Sprinten. Ach nee, ich habe sie gar nicht gebaut. Ich ludel. Ach, ich bin so schlau. Ein Schlaufuchs. Ja, und dich hätte ich mir auch sparen können. Profi, Profi, Pro. Warte, warte. Wenn ich den jetzt mitnehme. Kann ich nicht irgendwie... Die Kabel tue ich mal weg. Das tue ich auch mal lagern. Und dich nehme ich mit. Komm her, du! Daram, daram, dam-di-da. Dam-di-da. Und zwar dahin irgendwie. Dass ich bis da drüben diesen dämlichen Strom spannen kann. Ich würde mal meinen. Ich stelle mal kurz ab, dass ich was sehen kann. So. Ich glaube, so könnte man es lassen. Ich hoffe es halt. Ich glaube, so passt das. Dann kann ich den hier eigentlich wieder lagern, oder? Nein, bei einem Generator und so. Nein, nein, das muss so verbunden sein. Richtig. Dann brauche ich hier nochmal so einen komischen Masten. So. Also hier, Masti, Masti, Masti. Den da. Circa in etwa dahin. Mal meinen. Wird aber nicht ganz passen, weil ich da nämlich sowas noch brauchen werde. Irgendwie sowas eben. Sowas vielleicht. So. Schauen wir, ob das klappt. Ja. Nein.
Hängt durch wahrscheinlich, ne? Ja, hängt durch. Ach Gottchen. Was hängst du denn da durch? Komm, werd gelb. Komm, bitte. Mach jetzt keine Faxen. Kerl. Ach, Mist. Das will ja auch nicht, ne? Ob das klappt? Ich bin am Zweifeln. Ich glaube es nicht so ganz. Tatsächlich, das haut hin. Ah, 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 ah. Ja, es geschehen immer wieder Wunder. Das kann ich nur so sagen. So, geht sich das? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Da brauche ich nochmal einen großen. Circa in etwa da so hin. So, wieder. Na, verbind die Bus bitte. Da, da, da. Passt. Aber jetzt. Ach Gottchen. Puh, das war Arbeit. Und nochmal einen Generator. Nehmen wir nochmal so einen großen. Gleich hier so versteckt. So. Ist mir wurscht. Jetzt hätte ich das ganz einfach machen können. Habe ich nicht gewusst, dass das nicht hingeht. Nicht ausgeht. Was? Wir haben zu wenig Energie? Noch immer zu wenig? Was zum Teufel? Noch so einen fetten? Der wird mit 12.000 Generatoren betrieben. Denn so her, das schaut echt schier aus. Hm, weißt was? Ich stelle den ein bisschen um. Probier das mal so. Na, großartig, ne? So, komm her. Na, du. Stellst dich hier nebenan. So. So. Was jetzt? Hä? Immer noch zu wenig. Ich habe bald keine Materialien mehr, um die zu bauen. Der große fehlt mir wieder Aluminium. Es hat noch ein kleiner da her, also ein mittlerer. So. Ist das gerade normal? 26 Energie und es ist immer noch zu wenig. Jetzt haben wir genug. Na, endlich. Ich glaube, ich spinne. 4 zusätzliche Generatoren. Ist ja unglaublich sowas. Aber wir sind noch nicht fertig, denn es muss noch was gebaut werden. Anscheinend. Und zwar das hier und das hier. Ich hoffe, das geht sich noch aus. So, ich würde mal sagen, da so im Eck würde es mir gut gefallen. So, ein bisschen so. So, so, eventuell so. Na, komm. Werd gelb. Sei mein Freund, werd gelb, jawohl. Das hier. Und das hier. So. Ich würde sagen, wenn wir da so hochgehen, dass wir dann vielleicht das Ganze irgendwie so da so haben. Wenn es klappen wird. Halt. Da war es doch kurz gelb. Gelb. Da, stopp, halt, langsam. Passt. Dann nehmen wir es noch schnell von hier so. Aha. Nötig Strom. Da wäre es besser, hier herzustellen, ne? Eben wegen dem besagten Strom. Kann man das irgendwie so... vielleicht? Halt! Nein! Bitte nicht! Und? Ha! Ha ha ha! Haben wir das jetzt geschafft? Und du hier? Brauchst auch noch Strom. Und wieder zu wenig. Ah,
wie schön, wie schön. So, dann bauen wir halt noch ein. Over, wir haben nichts mehr. Kupfer fehlt. Das passt ja super, nämlich gar nicht. Frau Händlerin, seien du da? Frau Händlerin, hallo Rosi, wie geht's? Frau Händlerin ist nicht da. Scheiße, scheiße, scheiße. Schlafen gehen vielleicht. Und hoffen, dass sie dann da ist. Mein Mann, Mann, Mann. Hat sie gesagt, es ist drollig, wie viel wir noch zu entdecken haben? Mädel. Hancock, mal kurz danke. Ich hoffe, dass mein Haus, also hier noch ein Bett frei ist. Ja, Gott sei Dank. Oh, also gut, eine Stunde. Wir haben jetzt 1 Uhr morgens. Ich hoffe, dass die Gute in 5 Stunden wieder da ist. Dann ist es kurz nach 6 Uhr morgens. Hoffentlich klappt das. Ich genieße nur die Aussicht. Ach so. Ach so ist das. Scheiße, die ist immer noch nicht da. Wieder ein Tag. Du brauchst einmal einen Händler, ne? Und dann ist nichts. Ist ja voll fies. Manche Tage sind hart. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher. Ja. Vielleicht kannst du jetzt endlich mal mitteilen. Wie schaut's eigentlich mit unserem Skillbünktchen aus? Der Schnorrer würde mir auch gut gefallen. Ich weiß, was ich vorhatte zu skillen, aber. Aber. Ah, ja, scheiße. Ah, ja. Na, Servus Kaiser, wo ist denn das? Na, einsam Herzchen will ich nicht. Hatte ich das gar nicht geskillt? Solltest du ja die Chance, okay. Na, ich wollte nur schauen, weil es gibt hier ja, wo ist denn der Skillpunkt dafür? Dass man eben Waffen und solche Zeugs dissen kann. Und dass man dann mehr Chance bekommt, dass man da was Brauchbares rauskriegt. Ja, sag einmal. Ja, nicht. Das taugt mir jetzt gerade nicht. Waffenfreak wäre auch nicht so schlecht. Das sowas gibt, habe ich das gar nicht geskillt gern dann gehabt. Das ist echt nicht schön. Ah! Da ist es. Da ist es und das muss ich mitskillen. Das brauche ich gerade. Das muss man fertig skillen. Also ich muss das fertig skillen. Ich, na du? Okay, klappt. Theoretisch müsste das jetzt der Brauch, also so von selbst sich das nehmen tun, was ne? Was könnte man daraus machen? Na los. Lass mich ins Baumenü, bitte. Theoretisch, ich schau mal, ob es da... Ja. Oder? Warte. Licht. Generator. Ach Mist, so einfach ist es dann doch nicht. Ich
dachte schon, das wird's wirklich schon machen. Nee, scheiß Kupfer, echt wahr. Kack-Kupfer, muss ich echt sagen. Na gut, dann, immerhin regnet es nicht. Mist, verdammter. Ich versuche, mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Okay. Du machst das eh super. Das ist gerade echt ärgerlich. Wenn ich einmal die depperte Händlerin brauche, ist sie nicht da. Weißt du, was ich probiere? Ich probiere mich nochmal hier hin zu porten. Vielleicht ist sie dann da. Ein bisschen schummeln. Das wär mir ganz, ganz lieb. Ich brauche ein bisschen Kupfer. Viel wäre es nicht. Nur ein ganz kleines bisschen Kupfer. Oder vielleicht doch ein bisschen mehr. Ach Mist, ich habe aber auch ein Pech. Hilft nichts. Hilft schon was. Nur dafür sorgen, dass auch wenn es jetzt blöd ist. Ich klaue mir den jetzt einfach mal. Na, hallo? So wollte ich das nicht haben. Ich nehme den jetzt mit. Ich hoffe, die Kabel die reißen nicht ab, ne? Da kann ich machen, was ich will. Die muss ich entsorgen derweil einmal, ne? Komm, komm. Lass dich entsorgen. Ja. Der lässt sich schon mal wegtun. Und jetzt der auch. Passt. Jetzt kann ich dich mitnehmen. Ist ja wurscht. Mein Haus braucht derweil keinen Strom. Aber da hinten brauchen wir es. Ich hoffe, dass das jetzt echt reicht, das kleine bisschen, was wir da haben. Und die Moral sinkt schon wieder? Wegen Strom, oder wie? Kacke, Bon. Kacke, kacke, kacke. Wie das ausschaut, ist ja voll schlimm, ey. Da. Das Riesenteil. So, hierhin irgendwie. So. Ja, es läuft, es läuft. Halt, nein, das wieso nicht. Ja, es läuft, hurra, hurra, hurra. Ah, Alter, haben wir ein Glück. So, jetzt noch schnell mit Sturges reden. Achtung, nicht aufschneiden lassen. Sturgy, Sturgy, Sturgy. Sturgy. Sturges, hallo. Um ein Haus vielleicht rum. Da ist er meistens so ein Klopfding, warum? Nein. Mit Sicherheit, da rennt er. Halt! Warte! Hey, Sturges. Von meiner Seite sieht alles gut aus. Bist du bereit, auszuprobieren, ob das Teil wirklich funktioniert? Erst testen? Na, nicht erschießen. So, okay. Erst testen. Sollen wir es nicht erstmal testen? Ich wünschte, das ginge, aber wir haben nur den einen Frequenzcode. Wir können das Teil nur testen, indem wir das Signal des Instituts kapern. Aber das können wir nur einmal machen. Sobald das Institut mitbekommt, was wir gemacht haben, ist der Code nutzlos. Und ich glaube kaum, dass die Eierköpfe zweimal pennen. Na dann, auf geht's. Ich bin bereit. Legen wir los. Bist du sicher? Okay. Du musst doch nicht viel machen. Stell dich einfach auf die Plattform. Ich suche nach einem Signal des Instituts, das wir kapern können. Dann schmeiß ich das Ding an und wir schauen mal, was passiert. Supi. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Den Rest erledige ja. Ich. Das machen wir im nächsten Part. Das passt nämlich genau jetzt zum Beenden. Ich weiß, es schaut nicht sonderlich hübsch aus, vor allem mit diesen vielen Generatoren hier. Ich bin bereit, wenn du es bist. Das ist unglaublich. Echt, ging es gerade so aus. Na, passt. Bin aber zufrieden. Ich würde sagen, wir machen das dann im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.